Und wir sind zurück in Tiny Tinas Wunderlande. Was habe ich für Quests? Hubert im Garten. Ah. Das ist der Garten. Oder? Oder ist das das Schloss? Oder Königin? Ich bin Nein. ein guter Junge. Hab nur mit den falschen Leuten rumge. Ah, ich will gar nicht kämpfen. Ich will gar nicht kämpfen. Zwingen mich zum Kampf. So Nein. Du nie zu wüsten. Gib mir dein Geld und mach es nicht schwerer, als es sein muss. Zum Glück habe ich das in meinem Inventar gefunden. Ah, meine Muni ist leer. Ich danke für es die wird gerusht. Waffen, die das Mädel mir geschenkt hat. Welches Mädel hat den Waffen geschenkt? Und wo finde ich das Mädel? Er furzt schon wieder. Natürlich. Ah. Was für ein Typ. Blizzard! Oh. Daran könnte ich mich gewöhnen! Brauchst du nicht, bist schon tot. Brauchst dich an gar nichts mehr gewöhnen. Das ist ein SMG. Das ist. Was habe ich da ausgewählt? Eine Shotgun. Also. So, passt. Gar nichts mehr. Für die Königin! Sie ist tot. Du. Uff, was war das für eine Explosion? Tod im Morgengrauen. Ah. Nicht mit einem Wimmern, sondern mit einem Paukenschlag. Das wird so viel gequatscht hier. So viel gequatscht. Irgendwer wollte den Lehrling haben. Daraus wird wohl nicht mehr. Gestanden. Gute Arbeit, Bildjunge. Was war das? Warte mal, warte mal. Saftsauger der Möwe. Ah. Sieht interessant aus. Breitschwert des Assassinen. Ich nehm's. Ich kann schon wieder verkaufen gehen. Was? Kraft hier? Ah, zu viel im Gras rumgelungert. Und schon muss ich wieder alles verkaufen. Noch weiße Loot. Will ich doch nur zur Influencerin. Ach, gehen wir reinschauen. Was die Mission mehr fragt. Ich bin gerade ein bisschen planlos hier. Bobblehead, Boy und Pilzgefährte. Oh. Guter Name, ich weiß. Es ist gefährlich da draußen. Schütze dich mit Metall. Das können wir doch alles verkaufen. Mehr Material für neue Flugscharen. Ich bin ein Paladin, nicht ein verdammter Hehler. Na, jetzt bist du ein Hehler auch. Ist genau meine Sprechen. Okay, was sagt mir die Karte? Karte, öffne dich. Ah, da hätte ich nicht einfach überzoomen können. Die Falana. Da werde ich doch rüber teleportiert den später. Na, mach mein. Ja, man sieht's, ich bin noch immer müde. Das Schlafen hat nichts geholfen. Ich weiß nicht, warum die Spiele immer in der Mitternacht rauskommen müssen. Mitternachtstunde. Ja, das sagt mir, ich muss hier rauf. Dazu muss ich... Keine Ahnung, wohin. Wir finden den Weg. Wir machen die Influencerin happy. Ich will dich betreten. Ich habe schon genug gefightet, diese Episode. Hierauf müssen wir. Du siehst ein Handwerker mit peinsamen Blick. Das heißt so viel wie einsam. Nur auf perverse Weise. Nein, heißt das nicht. Oh, willst du wetten? Verdammt bin ich peinsam. Du willst hier doch hoffentlich nicht den Fluss überqueren. Doch.
Ich wollte diese magische Brücke gerade reparieren, als irgendwelche Nichtsnutze meine magischen Baupläne stahlen und damit in eine düstere Höhle flohen. Hol sie mir zurück, okay? Gib dich zur Höhle. Ich komm da ja nicht drüber, wie es ausschaut. Ah, muss ich ganz nach hinten wieder. Oh. Er will, dass ich auf den Berg rauf will. Ah, da ist die düstere Höhle. Ja, yep. Da komme ich mir dann rein. Ah, das ist mit Sicherheit der Ort, wo die Baupläne des Handwerkers geblieben sind. Loot? Loot für mich? Bitte! Für was? Bitte gern geschehen. Du bist frei, mein Granatenfreund! Er hat wieder gepurrt. Bin nie reich geworden. Beim Versuch gestorben. Oh, mich plündern macht euch nicht reich. Ach, okay. Jetzt. Das Stück mit dem heulenden Kind. Ich lebe in den Herzen und Köpfen der Menschen. Oh, sein Fuß hat ihn vernichtet. Arme Schwein. Die Shotgun nicht vollautomatisch. Wer wird sie vom Pio zu wenig Schaden machen? Ich habe keine krassen letzten Worte gehört von dir. Bin ein bisschen enttäuscht. Pseudo-Helden? Wer hat das gesagt? Selber Pseudo-Heldin. Das ist meine erste Waffe ohne Klinge. Oh. Constant shit talk. Constant, never ending. Never ending loot. I want it all. Sonst noch hier was drin? Nein. Wie ist den Kampf ab, ist hier drin? Und Bits Boy. Bits Gefährte. Die ist einfach in ihre eigene Giftfalle gehuckt. Ah, Amateurs. Diese Amateure. Was haben wir hier noch? Wir können wenig. Das friedlich regeln, wenn du mir einfach dein ganzes Geld gibst und ich dich töten darf. Dein Tod bringt uns dem Elysium einen Schritt näher. Steckt einen. Er rennt weg. Ich hasse es, wenn sie wegrennen. Nein! Jumpfett. Ich hab doch nicht mal coole Rüstung. Ich sollte hier eine Chance haben. Yep, you freeze. Ich weiß Lance die ganze Zeit. Das ist so viel Trash Talk und er purzt. Und da ist explodiert. So viel Trash Talk. Warum gibt mir die Loot? Das ist. Hey, die Baupläne gehören euch! Yay, raus hier! Ich kann über Brücke.
endlich die Influencerinnen reinhauen kann. Meine Pläne. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich liebe diese Baupläne aus tiefstem Herzen und ja, ich meine romantische Liebe. Um es deutlich zu sagen, ich lebe im Polykül mit meinen Bauplänen. Reparieren wir nun diese Brücke, meine Süßen. Boah, mit Magie repariert er sie. Piu, 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 piu. Hier ist eine magische Regenbogenbrücke als Geschenk von meiner Familie an deine. Schönen Tag noch und erfriere nicht. Habe ich Geld bekommen? Danke. Hallo! Bist du gekommen, um dich der gerechten Sache anzuschließen? Die Revolution naht! Mach mit bei Kobolde opponieren tyrannische Züchtigung und hilf uns die Freiheit zu erlangen! K.O.T.Z! 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 K.O.! Was zur Hölle ist los, Leute? Ich dachte, wir wären uns einig, dass wir das zusammen skandieren. Und jetzt macht keiner... Ach, scheiß drauf. Ach, die lange unterdrückten Kobolde vom Kopfberg. Geht gleich hin, wenn ihr sie von ihrem Leid erlösen wollt. Ja, dort gibt es jede Menge Bleierz. Ich brauche einiges davon für meinen Kessel. Ah, oh, Was wollt ihr von mir? Ob ich irgendwo einen Glurak finde? Ah, ich verstehe. Deine Schlagen. Das kann ich. Ich meine, es ist ein Spatter-Tritt, oder? Ein Schlag. Ein Haken. Komm, zieht mich in keinen Kampf hinein. Nein. Kein Pokémon-Kampf. Kommen wir gleich ein Rebell ein. Nein, falsche Richtung. Oh. Ob ich den Sprung schaffe? Probieren wir es einmal noch. Nein, schaffe ich nicht. Gut. Dann die Wiese. Und wieder alles zerschlagen, was mir in den Weg kommt. Ganz leise höre ich die Musik. Kleine Höhle. Jetzt zieh mich zum Influencer. Schaut's aus. Da sind wir. Waren wir da schon? Nein. Weg mit dir, Unhold. Brücke. Okay, jetzt kann ich mich ein bisschen mehr aus. Steinerz wird zerschlagen. Da kommen wir später noch vorbei. Brücke ist extrem. Extrem. Schaut euch das Ding an. Okay. Die wichtigste Mission haben wir abgeschlossen. Ach, will ich das denn? Okay, was willst du? Du lässt mich vor meinen Fans heiß aussehen und ich helfe dir vor deinen Fans heiß auszusehen, falls du welche hast. 2 oder 3, vielleicht Maximum. Oh, was war das jetzt? Was habe ich bekommen? Ein Outfit? Ist das alles? Nicht mehr. Schönes Barbiehaus hast du dir erbaut, ja. Ah. Brief. Oh mein Tal der Könige. Der Brunnen schaut gefährlich aus. Wo bleibt's? Ah, gut. Ein Brocken fehlt noch. Hier oben. Wenn ich da nur durch die Mine raufkomme, schaut fast so aus. Ja, schaut fast so aus. Nein.
Absolut nicht. Oh, ach. In dem Verlies da drüben könnte eventuell ein Schreinteil sein. Dann schauen wir doch hinein. In dieser Folge noch. Ah. Schau, schau, schau. Was hat das? Ich glaube, die Verliese werden ziemlich schnell ein bisschen was verlieren von dem, was das Spiel gut macht, weil es immer das Gleiche ist, wie es ausschaut. Das erste Mal, dass ich ein bisschen mehr auf Nuss bekommen habe. Die Kobelte machen richtig Schaden. Was bist du denn für ein Ding? Ach, selbst Kobolde malen noch. Was ist das für ein Ding? Koboldschwindler. Bin ich doch, keine Sorge. Ach, zu spät. Wollte ich doch wissen. Nee. War eigentlich ziemlich ganz erwartet. Tue ich das? Das tue ich doch. Lüftler machen Schaden und er purzt. Oh. Kampf bestanden. Knapp. Ehrlich gesagt. War nicht der leichteste Kampf einmal. Ui. Tut mir einfach weh da. Du siehst ein Schreinteil! Für dich, Freundchen, ein Schreinteil. Danke. Ich will eigentlich. Auf zu den letzten Felsen. Ah ja, geht doch. Perfekt. Beeil dich und bring mir das Blei. Yes. Der Glücksfaktor steigt. Sonst noch was hier oben? Nein. Wir bringen das Blei. Nein, das ist nicht das Gefühl. Vor allem in der König. Ich nicht Nikolas. Eben der Influencerin. Was? Da gibt es doch sicher eine Spezialfähigkeit. Kann auf jeden Fall nicht hupfen. Neue Punkte! Wichtiger. Oh, ich stecke doch immer ins Gleiche gerade. Kann ich schon weiter? Nee. Das nehmen wir wieder. Status Schaden. Ai. Was gibt's bei dir? Ich bin wieder im Rennen. Wir werden ja sehen, wer der wahre Alchemist von uns ist, Brüder. Deine Bezahlung. Waffe? Ich suche die Wahrheit zwischen Materie und Mythos. Erzähl weiter. Und mein Schatten so richtig gut ausschaut. Niedere Schattenqualitäten spiele ich immer. Das erste Mal, dass ich wirklich merke, wie mein Schatten ausschaut. Das Büro hier, das ich auf Niederspiel. Schöne Brücke. Dann hupfen wir in die nächste Welt. Hupfen wir nicht. Nein, ich kann ja nichts. Ich kann nichts aus Rennen hin. Mount Craw. Dann suchen wir mal die Freiheitskämpfer. Was jetzt? Was sagt die Karte? Oh, ist das riesig.
Oh, ist das riesig. Was zum Teufel ist denn hier los? Das wird eine fette. Oh. Oh. Kurz. Okay, kurz ist am nächsten. Mountain. Verdammt, riesig hier. Krups. Verdammt, riesig hier. Ich kann das nicht mehr. Jeden Tag dasselbe. Aufstehen, arbeiten, schlafen. Aufstehen, arbeiten, schlafen. Es muss doch auch anders gehen. Die Kobolde müssen sich erheben. Nur so können wir uns von Vorkanas Tyrannei befreien. Vorkana, wenn das Ding ein echter Drache ist, bin ich ein zahllos Zahnhimmelsraptor. Ja, arbeiten. Ja, wer mag es? Kann ich dich für ein bisschen Gewalt begeistern? Immer doch. Auf jeden Fall kannst du das. Wo hast du das denn gefunden? Keine Ahnung, ist es nicht. Für meine Schrottsammlung. Gut. Genau das ist es. Sporenhüter. Oh. Ach, was für eine Schönheit. Danke. Kann ich immer schon mal hören. Ich weiß nur in Spielen, komischerweise. Was für eine Überraschung. Oh. Okay. Gib mir die Quest. Du bist alleine. Ich bin echt froh, dass du aufgetaucht bist, weil alleine kann ich mich nicht mal aus einer feuchten Papiertüte kämpfen. Ich bin sehr leidenschaftlich, wenn es um Koboldfreiheit geht. Und wenn es um Bezahlung geht. Oh, du wirst Lohn erhalten. Aber zuerst müssen wir die Ketten der Unterdrückung zerreißen. Kämpfe für die glorreiche Freiheit der Kobolde und weise den tyrannischen Drachengott Vorkana in die Schranken. Moment, langsam. Hast du gerade Drachengott gesagt? Ja. Keine Bange. Ich bin mir fast ziemlich irgendwie sicher, dass es ein falscher Gott ist. Jetzt komm schon! Es ist Zeit, meine Koboldbrüder und Schwestern zu befreien! Die wenigen Tapferen, die Freiheit gefordert hatten, wurden von Vorkana vom Berg verbannt. Er ist ein grausamer Herr, der einmal pro Woche von unserem Volk Tribut verlangt. Ist er mit den Gaben unzufrieden, setzt es harte Bestrafung. Wir müssen das ein für alle Mal beenden. Und mit deiner Hilfe verdiene ich mir vielleicht endlich meinen K.O.T.Z.-Nasenring. Nasenring? Es ist ein Ehrenabzeichen, das die volle Mitgliedschaft bei K.O.T.Z. repräsentiert. Die Führung zweifelt an meinen Fähigkeiten, aber denen werde ich es schon zeigen. Komm jetzt, der Eingang ist nicht weit weg. Wir haben Wimmern zu fighten. Oder sind das Drachen? Wurscht, mein Pilzgefährte pupst die weg. Bubblehead Boy und Pilzgefährte, das werden schon erledigen. Ah. Wir haben schon wieder Waffen. Ein paar weiße. Okay. Episode hier vorbei. Ich glaube, die 10. Part 10 wird eine längere Folge. Jo, peace out.